Köln DPA am Ende, als das knallpinke Fledertier seinen Kopf abgesetzt hatte, war man natürlich wieder schlauer. Lina Meyer-Landroth, 28, Franziska Knuppe fühlte sich geschmeichelt, mit der ESC-Gewinnerin verwechselt worden zu sein, aber mal ehrlich, besonders naheliegend war das nicht. Lina ist eine Profisängerin, die hat eine Wahnsinnsstimme, sagte Knuppe. Sie selbst ist dagegen Model, und man kann sagen, so singt sie auch. Ich habe mich natürlich geehrt gefühlt, dass Fans sie darin erkannt haben wollen. Knuppe, geboren in Rostock und vor mehr als 20 Jahren von Wolfgang Job in einem Potsdamer Café entdeckt, ist nun ein 1,82 Meter großer Beweis, dass den Machern der ProSieben-Show The Masked Singer mittlerweile fast alles zugetraut wird. Auch, dass sie Lina Meyer-Landroth einreden, dass sie deutlich unter ihrem Niveau singen soll, um nicht enttarnt zu werden. Denn viele Zuschauer und auch vermeintliche Experten hatten die Fledermaus für Lena gehalten. Es war stattdessen Franziska Franzi Knuppe. Am Dienstagabend musste die 45-Jährige in Köln als zweite Prominente der aktuellen Staffel ihre Maske ablegen. Sie hatte zu wenige Zuschauerstimmen erhalten. Das ist wirklich auch das erste Mal, dass ich so singe. Und ich war so aufgeregt, berichtete sie. Als sie ihr Lied Beat It von Michael Jackson nochmal vortragen sollte, stolperte sie prompt im Text. Seht ihr, ich habe schon wieder alles vergessen, sagte Knuppe, die auch als Moderatorin arbeitet, Austria's Next Topmodel. Immer noch aufgeregt. Das Rateteam aus Ruth Moschner, Ray Garvey und Gastjuror Elton hatte sich allerdings nicht täuschen lassen, es tippte vor der Auflösung geschlossen auf Knuppe. Garvey ist mit dem Model gut befreundet. Auch wenn sie jetzt wohl nicht mehr seine Freundin sei, weil sie mich offensichtlich angelogen hat. Bei The Masked Singer weiß immer nur ein ganz kleiner Kreis von Menschen, wer hinter den Masken steckt. Die Kandidaten sind angehalten, auch Freunden nichts zu verraten.